Erstmal hier mal kurz. Ablegen. Erstmal das Strepoli, wo ist es denn? Da. Ablegen. Okay. Und dann mitnehmen. Oder erstmal gucken. Wo ist es denn da? Guckt euch mal die schönen blauen Augen an. Im Bericht. So schlecht ist es ja nicht, ne? Wir nehmen es erstmal mit, also erstmal. Ich weiß nicht, ob ich es behalte. War eigentlich nicht geplant. Mal gucken. Ah, du bist ja endlich. Hier ist eine Medaille. Oh, Jägerglück. Wahrscheinlich irgendwie wegen Pokémon. Dann Maria Meister. Tippmedaillen. Ja. Komm, lass mich gehen. Gut, dann hätten wir das. Und die Sonne scheint. Ach ja. Nee. Keine Ahnung, ob ich es behalte. Ich weiß es einfach nicht. Hier kann jemand noch nicht lang. Kommt man hier überhaupt irgendwann mal lang? Ich weiß es nicht. Schade, das Item liegt so, dass ich es nicht kriege, ne? Nee, wollen wir nicht. Doof. Doof. Naja, gut, kann man nichts machen. Route 6. Mit 9 wilden Pokémon. Oh, hallo. Ein Navitaub. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, ne? Nicht wirklich. Rückkehr. Ja. Fangen könnten wir es ja. Naja, gut, könnte ich. Ja, zumindest eine Pokébox voll kriegen. Eine. Bing, bing, viel zu hoch. Ah. Doppel bing, bing. Weil es entwickelt sich nämlich auf Level 30. Da, 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 zu Zoroark. Zoroark. Was möchtest du lernen? Ich habe das jetzt schon nicht lesen können. Nachthieb. Ja, puh, ja, was zieht denn das ab? 70 Anwendergreifer, da ist ein Gelinger mit einem Reuterfahrquote. Okay. Verhöhner. Hier, komm. Vergessen. Setze ich eh nie ein. Gut. Der beste Weg, meine Pokémon stärker zu machen, ist es, sie zu trainieren. Ist Magic. Bin ich drauf gekommen? Pokémon-Züchter Villa. Villa. Villala. Jojo. Mach mal. Rückkehr. Ist einfach die beste Attacke hier ever. Oh, jetzt haben wir uns in Pikachu verliebt, aber es ist tot. Zu spät. Genau, jetzt kommen nämlich Sesokids. Sesokids. Das ändert seine Farbe je nach Jahreszeit. Genauso wie die Weiterentwicklung, dessen Namen ich gerade nicht weiß, und Bing Bing für Jojo. Ja. Du bist hervorragender Trainer, ja. Genau. Können wir auch trainieren. Ich trainiere meine Pokémon, indem ich sie gegen andere antreten lasse. Also komm bitte auf einen Kampf vorbei, wenn du das nächste Mal hier bist. Achso, und die will wahrscheinlich dann sowieso jedes Mal uns herausfordern. Ah, ein Ohr doch. Oh, doch. Oh. Du verfolgst einen auch, ne? Dich töten wir natürlich. Du bringst ja schön massig Punkte. Und tut. Sag ich doch. So. Also so ein Sesokids oder wie das auch mal ist, das würde ich auch schon mal gern trainieren. Es regnet, die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur so zum Spaß. Lalala. Schirmdame Astrid. Bin ich nicht. Formeo. Ach ja.
Du bist auch schnell tot. Ich hab keinen Bock auf dich. Ja, Bedroher, Angriff sinkt. Das ist dem, glaube ich, sowieso total egal. Rückkehr. Ich glaube, Rückkehr ist einfach instant. Vielleicht sollen wir auch so Dings hochpacken. Genau. Und dann kann er ein bisschen was alleine machen. Ist ja alt genug, der Junge. Regen ist wunderbar, da kann man mit dem Regensturm seine Tränen verstecken. Was für Tränen? Pokémon. Tauschen. Das sieht ja ganz gut aus. Tauschen. Wollte ich auch, also ist ja egal. So. So. Ein bisschen Ordnung hier reinkriegen ins Team. Ach, falsch. So. Ihr Team war da. Oh je. Markus? Hallo? Ist der Juna? Mir kommt da gerade was in den Sinn. Ich finde ja Pokémon von Typ Feuer total toll. Es gibt einfach so viele coole Pokémon von Typ Feuer. Es ist eine wahre Freude. Wie sieht es eigentlich aus? Würde mich ja freuen, wenn du die Pokémon von Typ Feuer auch so gern magst. Oh, ich werde gerade von einem Kollegen rufen. Ich muss wieder an die Arbeit. Also dann, mach's gut. Wer ist dieser Stalker? Und da sind wir ja gekommen. Baum. Ich habe alle Hausaufgaben aufbekommen, die E-Punkte der Pokémon zu studieren. Die Erfahrungspunkte wahrscheinlich, ne? Ach, das ist eine Brille. Ich dachte, das ist Schminke. Ich dachte, jetzt ist ein bisschen doof geschminkt oder so. Oh, ich finde das so süß. Aber ich weiß nicht, ist ja Pflanze, ne? Ob das so gut zu trainieren ist. Tot. Ja. Oh nee, Stall, ne? Oder so. War das nicht Stallkäfer oder sowas? Ist gar nicht gut. Was wäre das denn? Angriff steigt und Dings sinkt. Naja, gut, wenn man damit leben kann. Ich nicht. Du bist trotzdem tot. Ach, merkwürdiges Pokémon, echt. Ach ja, ich benutze bitte keine Attacken, die ich nicht vorhersehen kann. Ich oder du? Ja, wenn in einem Kampf der Level des Gegners höher ist als der des Gegners, Siegers höher ist als der des Gegners, erhält der Gewinner weniger EP-Punkte. Logisch. Fullicorn. Ist doch die Weiterentwicklung von... Warte, ich hab's gleich. Ich komm nicht drauf. Ist doch grad ätzend, oder? ST. Strawickel, ne? Ich irre mich da jetzt. Ich vertausche die jetzt nicht, ne? Ah ja, ich komme da noch ein bisschen durcheinander, weil man... Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwo ein Buschbaum ist, wo man rein könnte. Aber ich glaube nicht, ne? Nö. Miep. Da unten mal. Elixier. Da kann man nicht rein. Das sieht so merkwürdig aus. Oh. Ich fange es erstmal. Ich muss mir nochmal angucken, was das so lernen kann. Aber wir haben ja schon, ich habe schon wieder so viele Pokémon und wir haben noch nicht mal alle Routen und noch bin ich alles nach. Und ja. Ja, vielleicht verhalten wir ja auch nicht zu Rudings da. Wer weiß das schon. Ich ändere ja schnell meine Meinungen. Ja, wurde gefangen. Das war von ich überzeugt bin. Was für ein Satzbau. Piep, unabhängig von der Jahreszeit ändert sich seine Farbe. Auch bei wechselnder Temperatur oder Luftfeuchtigkeit leicht. Achso. Normal und Pflanze ist das. Und da wäre dann natürlich halt, wie gesagt, die Frage, ob es, ja, was es so lernen kann. So, Philly. Bezogen auf Philipp. Apokalyptikum. Nur Apokalyptikum ist ein bisschen lang. Oh, wildes Pokémon. Und passt auch nicht ganz so zu einem
süßen Reh. Finde ich. Und Phil, nur Phil ist ein bisschen hm. Und er singt Philly. Philly. Wäre vielleicht mit Doppel-Elf schöner gewesen. Nachthieb. Ich bin halt noch ein bisschen unschlüssig, was mein Team angeht. Es gibt dann so Pokémon, die finde ich schön, die möchte ich haben irgendwie, aber andererseits weiß ich ganz genau, dass ich die, dass sie nicht so gut sind eventuell. Und klar, ich denke, Zoro-Dingster ist besser als jetzt ein Zero-Kitze-Kiki-Ding da, aber... Zerf haben wir eigentlich noch nicht, ne? Oder Scheren, ich gehe nach Hause. Herr Juna, hast du keine Zeit für mich? Oder brauchst du mich nicht? Ich wäre da sowieso reingegangen. Ich mache doch ein LP, weißt du? Dann zeige ich eh alles. Guck, hier sind ganz viele von denen. Oh, es ist nicht groß es hat sich groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tesera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es war zwar nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Und das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch in Stratos City und Maria City gemessen. Und vor kurzem gab es doch diesen Vorfall mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich die Sachen nicht achtgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Ich auch nicht, und deswegen soll ich's machen, oder was? Hier, ich gebe dir die Form Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen. Denn wenn du einem deiner Pokémon Surfer beibringst, kannst du übers Wasser reisen. Muss ich dafür nicht nur einen Orden haben? Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Aber es kann gut sein, dass da etwas Merkwürdiges vor sich geht. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Oh, guck mal. Oh, die spielen miteinander. Oh. Willkommen im Jahreszeiteninstitut. Hinter Panero City liegt der Wendelberg, auf dem je nach Jahreszeit, jede Jahreszeit Schnee liegt oder so. Einmal. Es gibt Pokémon, die je nach Jahreszeit ihr Aussehen ändern. Da man in diesem Fall wohl auch von einer Art Entwicklung sprechen kann. Nee, tust ja bei Pflanzen auch nicht. Ja, kommt dann ja mit der Maschine dort Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, ne? In diesem Labor kann man alle vier Formen des Seokids gleichzeitig sehen. Wir sind ja sowas wie Koryphäen auf dem Gebiet der Seso-Kids-Forschung. Wie wär's, möchtest du noch eins untersetzen? Ja, nehmen wir das auch noch mit. Scheiße. Mist, ich komm wieder. Na, sowas. Deine Pokémon haben keine Attacken oder Fähigkeiten, die das Wetter ändern könnten. Wenn du Pokémon solche Attacken oder Fähigkeiten mitbringst, kommst du in den Genuss an meiner Spezialität. Naja. Naja, ich weiß, ich kann... Ja, möchte ich, aber ich kann's nicht. Weil, Baum... Weil kein Platz. Gehen wir kurz erledigen. Gleich wieder da. Wir laufen. Oh. Warum schenken die einen eins? Ist das was Besonderes? Oh, hallo. Los, Moklala. Könnten wir ja auch noch fangen. Oh, Geduld. Oh, das ist gar nicht gut. Geduld ist immer uncool. Ich habe für dich auch schon einen Spitznamen im Kopf. Ich weiß nicht warum. Aber für manche Pokémon fallen mir spontan ein paar Namen ein und andere eben wieder nicht. Und das ist jetzt leider so. Und derjenige, es tut mir leid, ist so kein Diss sein oder so. So schlecht ist das Pokémon jetzt auch nicht. Hält sich ein Laukaps in seiner Nähe auf und kommt beide mit Strom in Berührung, entwickeln sie sich. Piep. Habe ich vergessen zu sagen. Schnurhelm, was ist ein Laubkaps? Egal. Nico! So kann das sein, nimmt sich persönlich. Da-da-da-dam! Einmal kurz heilen. Ach, mich kurz umsetzen, Entschuldigung. Irgendwann schlafen einen sonst auch die Körperteile ein. So, ja, mein PC. Dann möchte ich ablegen. Das hier erstmal. Wie gesagt, da weiß ich eh nicht, ob ich das trainiere. Wahrscheinlich nicht, weil ich möchte irgendwie was noch, was sich auch noch entwickelt. Ich meine, das ist schön.
Zeig mal kurz. Was hast du denn für Stats? Nicht mitnehmen, nur gucken kurz. Solo. Angriff erhöht, Verteidigung gesenkt. Steigert in der Tiefe bei Sonnenschein. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, ne? Wir kriegen jetzt ja noch das andere da geschenkt. Was daran anders sein soll. Ob da die Fähigkeit oder die Dinger da besser sind. Keine Ahnung. Schade, schöne Musik ist alle. Das ist noch ein Item. Surfer können wir ja noch beibringen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt halt, wie gesagt, Surfer schon einsetzen kann. Gucken wir gleich, machen wir gleich. Wir gehen jetzt mal hoch und tun das andere, sie so Kids. Oh, die habe ich ja ganz vergessen, die Olle. Zimtziege. Die uns 5000 Mal jetzt anspringt, weil sie trainieren möchte oder so. Oh, nee. Wenn die jedenfalls Levelerhöhungen ketten oder so. Nachthieb. Dann wäre das ja in Ordnung, aber so. Obwohl Zuhora ist echt gut, ne? Zuroak. wäre eigentlich doof, wenn wir das auch doch nochmal austauschen. Ich sag ja, ich bin so ein bisschen unschlüssig. Wir wollen unbedingt noch ein Feuer-Pokémon. Ein Elektro. Irgendwas, was Elektro könnte, wäre eigentlich auch noch praktisch. Deswegen wäre es eigentlich doof, wenn man jetzt einen Drehkitz nehmen würde. Aber ich finde es so schön. Ach, der Pilzkopf. Tampiknon oder so ähnlich. Könnten wir auch noch fangen. Aber tun wir jetzt erstmal nicht. Ich habe nicht mehr so viele Bälle mit. Gehen ja auch mal alle, ne? Oh, wir sind vergiftet. Das ist nochmal wohl Pech. Beutel gegen Gift, wo ist es denn da? Gegen Gift. Ja. Naja, ihr könnt ja mal ein Statement abgeben, was halt das Pokémon-Team so angeht. Boah, jetzt haben wir's. Was ihr jetzt denkt, was ich noch trainieren sollte unbedingt oder so. Wie gesagt, Feuer-Pokémon wäre ganz praktisch oder halt Elektro. Obwohl Feuer halt, wie gesagt, besser wäre. Aber so. Schön, nur ging es immer noch. Ja, gut. Ja, dann schmeiß mal rüber. Ja. Komm, schmeiß rüber. Sieh, so geht's. Teil 2. Oh, wir können ihm auch nochmal einen Spitznamen geben. Wir machen jetzt 2 Philips und das bessere Philipp, das behalten wir dann eventuell. Philly. Oh, das hört sich so niedlich an. Das geht gar nicht. Das nennen wir jetzt einfach nochmal nur Phil. sie verdoppelt die Chance, dass die Zusatzeffekte einer Attacke aktiviert werden. Was hat das? Warte mal. Nein. Beutel. Zeig mal her. Ernst. Neutrales Wesen, okay. Erhöht Chance für Zusatzeffekte. Das hieß jetzt genau... Aha, halt alle Statusprobleme des. Sprungkick ist ja jetzt ganz gut, Bodycheck ist ja ganz gut, finde okay. Aber das hieße jetzt genau auf gut Deutsch? Keine Ahnung, ne? Gut, muss ich nochmal googeln, was das genau heißt. Zusatzeffekte, also ich könnte mir jetzt vorstellen, halt Paralyse oder so. Aber dann kann es ja alles nicht. Ach ja, Milli wollte mir ja noch Surfern beibringen. Dann werde ich auch meine Aufnahmepause machen. Lief ja eh alles heute ein bisschen chaotischer, finde ich, ab. Fliegen, Surfer da unten. Milli. Dann kannst du noch Jojo. Jojo könnte mit uns schwimmen gehen, aber nein. Ich sage, Jojo ist ein guter Allrounder. Was sieht ein Surfer ab? 95, ne? 75, 60, ja, dann geht Aquawelle, denke ich mal. Kann jetzt nicht gucken, ne? Nee.
Ja, ich würde Kai King lieber behalten. Vergeltung bleibt auf jeden Fall und Rückkehr bleibt mit Aquaville klar. Wir verwirren damit eventuell rein zufällig ein Pokémon. Aber ganz ehrlich, das ist so selten. Ich glaube, es ist jetzt bisher auch nur ein paar Mal vorgekommen. Ein paar Mal. So, können wir das jetzt schon einsetzen? Oh, cool. Coole Sache. Ah, da oben liegt noch ein Item. Mist. Nachthieb. Ja. Wie gesagt, es wird jetzt halt ein bisschen schwierig, wie ich mein Pokémon-Team ordne. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber auch schon für viel aufgenommen. Verliert man irgendwann dann doch den Faden? Und alles andere? Ein Navitaub schon wieder. Ja. Machen wir mal Nachttyp weiter drauf, ist egal. Urort. Ja, ja, mach du mal. Heil dich, wenn du Spaß dran hast und dich glücklich macht. Aber du wirst sowieso sterben. Könnten dich auffangen, aber du bist weiblich. Ich brauche männliche Pokémon. Ich habe zu wenig weibliche Abonnenten. Oder ich weiß es halt nicht bei manchen, ob es jetzt weiblich oder männlich ist. Aber mal, ich finde genommen. Ich wollte es endlich tot haben. Jetzt ist es tot. Na gut. Komm, jetzt hätte es auch Bing Bing machen können. AP Plus. Da oben ist eine Höhle, ne? Da gibt es Drachen-Pokémon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Juna möchte die dann auch haben, ne? Juna möchte die dann auch haben. Sieht so doppelkampfmäßig aus. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben zu überprüfen, ob sich meine Training in der Praxis bewährhalten. Oh, doch kein Doppelkampf, schade. Dwayne. Die lieben gerne dieses Sesu-Kids, ne? Die haben das wohl ganz gerne, wenn man das so sieht. Ich finde, das hat sich fast so ein bisschen an wie Togepi, oder? Irre ich mich da. Bing Bing für Dings. Ja, du studierst auch deine Niederlagen. I know it. Was einmal klappt, muss nicht unbedingt ein zweites Mal von Erfolg gekönnt sein. Rumprobieren gehört eben auch zum Dings zu einem Forscher. Es gibt ein Item. Ja. Mini-Pilz, da freut sich diese komische Markt im Wohnwagen da hinten irgendwo. Ich werde die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon ergründen. Ich würde auch mal Forscherin werden. Naja, Naturwissenschaften eben, ne? Nachthieb, ja. Ich stelle mir das sehr interessant vor, so forschen und neue Dinge entdecken und so. Das ist irgendwie so das Geilste überhaupt. Warum ich da nicht geworden bin? Keine Ahnung. Das Leben eben, ne? Das schmeißt einen dann doch mal Dinge vor die Füße, was dann einen doch ein bisschen aus der Bahn bringt. Bist du das Vieh, womit sich das andere Pokémon da irgendwie sich verbinden muss? Mit Strom, damit es sich entwickelt? Ja. Ich frage mich, ob Professor Eiber aus der Sinnoh-Region schon das Geheimnis hinter der Entwicklung von Pokémon gelüftet hat. Ach ja, der Eibe. Der alte, alte Eibe. Schon wieder ein Mondstein. H2O-Absorber und Trockenheit. Pokémon mit diesen Fähigkeiten lieben Attacken von Typ Wasser und Regen. Mit welchen Pokémon-Fähigkeiten kennt sich der Arena-Leiter von Aventura City total gut aus? Ach so. Ah, du kennst ihn? Dann kannst du ihn ja mit dem Visu-Caster anrufen und fragen. Ey, jo, Mann. Konkret krasse Sache. Kann ich den dann zu Dings fragen? Aber da falsch. Visu-Caster? Ja, der ist zwar, aber da kann ich ihn ja nicht,
kann ich für dich tun? Möchtest du etwas fragen? Erklär mir Fähigkeiten. Nein, noch nicht von ihm. Nein, von ihm wollte ich das nicht. Ja. Ich wollte von Phil. Edelmut. Pokémon mit dieser Fähigkeit gelingt es öfter, die Zusatzeffekte ihrer Attacken zu aktivieren. Über welche Fähigkeit? Ja, aber was genau meint es damit? Bin ich zu blöd, um das zu verstehen? Also, ich kann mir jetzt halt nur so... Ich kann mir halt nur das so weit vorstellen, dass er damit meint, dass, ja, Paralyse oder sowas, wenn man jetzt hier bei Berührung oder so, Paralyse oder sowas. Sowas eben. Mehr kann ich mir darunter gerade irgendwie nicht vorstellen. Ich wollte eine Aufnahmepause machen, fällt mir gerade auf. Ja. Gut, werde ich jetzt auch tun. Sonst den Ball noch. Nein. Ich sage, das Spiel macht mir eigentlich Spaß und möchte mal weiter gucken und so und vielleicht, ne? Aber man muss ja auch mal Pause machen. Ach ja, fliehen. Danke. Gut, werde ich jetzt auch hier definitiv tun. Also, beim nächsten Mal geht's in die Richtung weiter und have a nice day, meine Lieben. Tschüss.